Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eggladum zu einem neuen Part Pokémon Sonne. Natürlich wie immer mit dem Zwergenfürst. Wir befinden uns hier auf Route, keine Ahnung, da links geht's zum Plätscherhügel, da vorne geht's zum Schattendschungel, in dem wir im letzten Part den Herrscher-Pokémon, das Herrscher-Pokémon besiegt haben. Schaut in den letzten Part mal rein, wenn ihr das verpasst habt, war ein ganz spannender Part, würde ich sagen, ja. Ach ja, was ich noch nicht erwähnt habe. Ich habe ein paar neue Pokémon gefangen. Hier seht ihr eins davon. Manny habe ich es genannt. Da haben wir ein Dickter, das ich jetzt nicht fangen werde. Oh, Flucht gescheitert. Oh je. Sieht da gleich das Pokémon in Aktion. Einmal Rasierblatt bitte. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Es ist und zwar dieses Pokémon, das ihr als Endgegner sozusagen im letzten Part gesehen habt, bloß in der Vorstufe. Also es ist die Vorentwicklung von dem Endgegner. Also schon mal eine gute Idee, dass ich mir das angeschafft habe. Weil das wird mal richtig geil stark. Scheinbar haben meine Attacken keine Wirkung. Aber ich bin jetzt entkommen. Ich zeige euch mal kurz mein Team hier. Wer finde ich ganz praktisch? Hier. Da haben wir Lena, die vierte. Ja, das habe ich mir mal zwischendurch gefangen. Die vierte Lea, die wir mittlerweile haben. Ja. Als Ehepartner von Lea, die vierten, haben wir die Manny, die ihr eben gerade schon, den Manny, den ihr gerade eben schon gesehen habt. Fluffy, den kennt ihr schon. Max, den kennt ihr schon. John kennt ihr schon, aber ihr kennt noch nicht Robin. Das ist unser Macholo, der sich dann mal zu Maschemai und zu das dritte habe ich vergessen. Ja, jedenfalls, das ist unser aktuelles Team. Um das werden wir uns jetzt mal ein bisschen besser kümmern. Das Team ist jetzt vollständig. Und ja, ich denke, so stehen unsere Paare. Und machen wir das Beste draus. Ja, so viel dazu. Im letzten Part haben wir auch von Professor, wie heißt der? Professor Kukui, ja, Kukui hieß der, eine Nachricht bekommen. Wir sollen uns schleunigst aufmachen zur nächsten Inselprüfung, die scheinbar hier irgendwo sich befinden muss. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ist schon ein Weilchen her, dass ich das vorproduziert habe. TM 41 Folterknecht, okay. Sieht sehr vulkanisch aus hier. Und hier bin ich, glaube ich, gerade im Kreis gelaufen. Gut, man kann nicht alles haben, vollständiges Team und... Achso, falscher Weg, ich muss da lang. Da war ich nämlich schon. Das wäre unpraktisch, wenn ich da nochmal lang gehe. Ein Raupi! Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Na, jetzt sitzen scheinbar auch die alten Pokémon und die neuen Pokémon in diesem Spiel. Ja. Du findest das Item super Tank. Ja, weiter geht's. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Vielleicht kann uns der was sagen. Dieser alte Herr hier gibt alles dafür, dass die Kinder die Inselwanderschaft heil übersteht.
Frage Prüfungshelfer, ist meine Ausgabe die stärkste Trainer zu testen? Zeig mir doch erstmal, wie du alle anderen Trainer auf Route 5 besiegst, Kindchen. Hat er gerade Prüfungshelfer gesagt? Okay. Route 5. Ich muss ja auf Route 5 erstmal alle Leute besiegen. Okay, aber Moment, das kennen wir doch. Ist das nicht hier der Plätscherhügel? Hier waren wir doch mal vor einigen vielen Parts. Bist du ein Herausforderer? Nein, scheinbar nicht. Dann werde ich mal alle Trainer auf Route 5 herausfordern. Vielleicht ist nur ein Zwischenquest, aber ja. Mal sehen, wie wir jetzt weiterkommen. Scheinbar sind wir jetzt hier im Kreis gelaufen und sind schon wieder am Plätscherhügel. Komm, dich will ich herausfordern. Hier, Tachchen. Ein Bauer. Pokémon-Züchter Guido fordert sich heraus. Pokémon-Züchter Guido setzt Paras ein. So, sollte man das Pokémon wechseln? Ja, wir wollen keine Liga 5 haben. Was nehme ich denn für ein Team? Ich würde mal sagen, ich bleibe erstmal bei Max. Und John. Unserem homosexuellen Part hier auf Pokémon Sonne. Finde ich ganz nice, sowas im Team zu haben. Weltoffenheit beweisen. Auch mit einem, auch in so kleinem Format mit den Pokémon. Mit einem homosexuellen Team während des Wettdocs. Ja. Gerade in Zeiten von Donald Trump als Präsident der USA. Ja. Ein Thema, was ich bereits schon mal auf meinem Kanal in Tomodachi Live angeschnitten habe. Ja. Ich werde nicht großartig darüber reden. Ich möchte nicht großartig darüber reden. Ist nicht mein Thema. So. An dem Tag, wo ich das drehe, ich weiß nicht, wann ich das hochladen werde. Vielleicht noch heute. Vielleicht auch am nächsten Tag. Jedenfalls an dem Tag, wo ich das gedreht habe, ist gerade Präsident Obama mit dem Hubschrauber aus dem Weißen Haus geflogen und ja, er ist in Würde abgegangen. Oh, Max erreicht Level 21. Vielleicht bekommen wir bald mal eine Entwicklung zu sehen. Biss, okay, ja, Biss ist gut. Das nehme ich. Gegen Spinnennetz. Keine so effektive Attacke. Max erlernt Biss. Lea, die vierte, erreicht Level 11. Oh, noch ein Pokémon. Natürlich kämpfen wir weiter. Ja, Trump ist ins Weiße Haus eingezogen. So. Mich hat es ein wenig schockiert. Ich muss aber ernsthaft und ehrlich sagen, wenn es nicht so traurig wäre, wenn es nicht so schockierend wäre, würde ich pausenlos lachen. Kommt. Es ist ein Witz. Ich habe es immer für einen Witz gehalten, dass Donald Trump an die Macht kommt. Ja gut, jetzt ist es passiert. Wir müssen damit leben.
Und wer hat Angst vor dem weißen Mann? Niemand. Und wenn er aber kommt, dann laufen wir davor. Den Fort. Was? Max wurde besiegt. Holla die Waldfee. Da habe ich mich mal auf ein politisches Thema konzentriert und schon wieder einen Pokémon verloren. Na wundervoll. Los, John, du kannst ihn rächen. Ja, wenn du das schaffst. Und so laut sind die Regeln. Ist er wieder belebt. Und das war kein schweres. Ja, wobei Rache sind. Es ist eigentlich keine gute Sache. Rache ist eigentlich keine gute Eigenschaft. Ich lese mal kurz vor. Selbst wenn meine Pokémon verlieren, kann ich als Trainer noch etwas aus den Kämpfen lernen. Zwergfürst gewinnt 640 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Farmer hervor. Gibt es hier noch irgendwelche weiteren Trainer, die ich herausfordern muss? Auf Route 5. Euch habe ich schon herausgefordert. Euch auch? Na, wisst ihr jetzt? Okay. Wie weit geht Route 5? Das ist die Ohana Farm. Au. Da sind wir also. Route 5 ist das hier. Also auch die hier. Ja. Heute wird ein bisschen ein Trainer-Pokémon-Kampf. Also ein bisschen unbedeutender Fahrt. Ja. Wenn ihr Spaß habt an Pokémon-Kämpfen zuzuschauen, schaut euch diesen Part an. Ich glaube, das sage ich ein bisschen zu spät. Ich weiß es auch erst jetzt, dass nicht mehr sehr viel passieren wird in diesem Part. Oha, das sollte ich mal lieber nicht machen. Ich sollte mal mein Team umstrukturieren. Und mal Lea schnellstens zurückrufen. Das wird gefährlich. Ja, ich hoffe, ich kann diesen Part noch heute hochladen. Bin nicht spätestens morgen, denke ich. Schreibt bei dieser Gelegenheit mal gerne in die Kommentare, dass ich gerade gegen die Regeln verstoßen habe. Aber gut. Verrat es nicht weiter. Ich strukturiere jetzt mein Team um und komm. Den einen Regelverstoß. Punkt Abzug von meinem Konto. Was ich sagen wollte, verratet mir mal in den Kommentaren. Ja, komm. Was ihr von Trump haltet. Ja, hier gibt's eigentlich nur zwei Meinungen. Ja. Entweder man feiert ihn oder man ist, ja, ich drück's mal harmlos aus, skeptisch ihm gegenüber. In Deutschland sowieso sollte eigentlich, naja, ich würde gerade sagen, sollte eigentlich die Trump-gegnerische Seite vorwiegen, aber ich wohne in Sachsen-Anhalt, AfD-Wählergebiet. Sei dir mal da nicht so sicher, Zwergi. Achso, ich wollte mal mein Team umstrukturieren. So, habe ich getan. Schnell mal ins Pokémon-Center. Max dürfen wir jetzt wieder heilen. Wurde gerecht. Ja, beim Wort Rache waren wir stehen geblieben, bevor wir den nächsten Erziehungsstrang anfingen. Ja. Rache ist eigentlich eine schlechte Tugend. Aber ja, wo wir bei Trump wären. Diskussion gerne in den Kommentaren. So, nice. Haben wir noch irgendwo einen anderen Trainer, den wir noch nicht besiegt hätten?
So, was haltet ihr von Trump? Was meint ihr vor allem? Wie wird seine Amtszeit verlaufen? Das finde ich ja besonders spannend. Was erwartet uns mit Donald Trump? Ach komm schon, ich habe doch schon fast alle besiegt. Ach, die ziehen auch noch mit dazu, oder? Die Typis, die ich vorhin nicht besiegt habe. Ach, ich komme da nicht mehr hoch. Da muss ich nochmal... Ja, kann ich mal Glurak nutzen. Das haben wir gleich. So. Die Frage ist, wie weit geht Route 5? Das ist Route 8. Das ist der Schattendschungel. Das ist Route 5. Ab hier geht Route 5. Hier bin ich gerade lang gehasselt. Ja, Route 5 ist doch... Habe ich hier irgendwie ein paar gepasst oder so? Das ist Route 8. Ja. Geht's hier zu Route 5 oder? Nee, außer Pokémon ist hier nichts. Ihr seht selbst, ab hier geht Route 5. Hier geht's nicht lang. Das ist der Schattendschungel, der ist nicht mehr Route 5. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier müsste irgendwas. Och, wildes Pokémon. Dicta. Mit Haaren. Fluffy. Auch mit Haaren. Mit Pelz sogar. Och, nö. Oh. Pokémon in Gefahr. Schnell zurück mit dir, Floppy. Los, John. Ich weiß, das geht eigentlich nicht wieder. Ein Verstoß gegen die Regeln. Ach Mann, ich bin auch heute irgendwie durcheinander. Ja. Komm, mach dich Platz. Wenn du mir nicht aus dem Weg gehen willst, ja, dein Pech. So, jetzt gibt's die geballte Power und Zerkraft. Dynamische Maxi-Flamme. Schaut euch nochmal an, diese Mega-Explosion. Ja. Das passiert mit dem, der mir nicht aus dem Weg geht. Ja, das ist eine Drohung an alle wilden Pokémon. Oh, Großwurzel gefunden. Okay. So, hier waren wir zu Beginn des Parts. Frage, wie komme ich da hoch? Müsste ich doch irgendwie hinkommen. Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Ah, hier sehen wir das Pokémon Center. Und da scheint es hochzugehen. Und da ist sogar ein Trainer, den wir brauchen. Dann war ich hier noch nicht. Für uns Wanderer scheint die Größe des Rucksacks über die Stärke eines Trainers. Gut, Wanderer Oliver fordert dich heraus, er hat nur ein Pokémon. Da kriegen wir hin. Pampuni! Fluffy! Oh nein, schnell weg mit ihr! Wieso mache ich das eigentlich? Wieso habe ich die hier?
Pokémon wechseln. Max oder John? Max. Ich weiß eigentlich, darf nur im Team gewechselt werden, aber. Sie hat ja noch nicht gekämpft. Glubschall. Auf Pampuni. Könnte klappen. Max, halt durch. Hält's durch. Blubstrahl. Mach's fertig. Schnell ein bisschen heilen. Ich hab nicht mehr viele Tränke. Um genau zu sein, ich hab gar nichts. Tafelwasser kann ich probieren. Ach komm. Dampfwälzer. Oh nein. Setz noch einmal Blubstrahl ein und dann haben wir das. Doppelkick. Oh nein. So, du machst. Mach es fertig. Den Esel. Es ist doch kein Pokémon. So, unmöglich, du hast einen riesigen Rucksack nicht gesehen. Hätte gewinnen müssen. Zwergfuchs gewinnt. So, hab gewonnen. Da war noch ein Trainer. Wahrscheinlich der letzte. Äther gefunden. Der man nicht von der Äther Foundation fallen gelassen wurde. TM59 Wirbler. Ja. Ich denke, das war der letzte. Dachte ich auch vorher, aber. Und wie sieht's jetzt aus? Müsst ihr jetzt gegen mich kämpfen? Was? Wie? Hab doch alle. Haben doch alle gefunden. Ja gut, bleibt ein Rätsel. Weiß nicht, ob wir das für die Geschichte brauchen. Ich werde mal erstmal Richtung Strand gehen. Ich denke, da es so aussieht, als ob wir hier wieder im Kreis gelaufen sind. Und dass wir jetzt bald die Insel beenden können. Pampuni. Ach ja, hier sind wir wieder auf der Ohana Farm. Ja. Flucht gescheitert. Okay. Ich habe immer noch Fluffy ganz vorne. Das wollte ich machen, damit ich die trainieren kann. Damit, wenn ich jetzt die zurückrufe und jetzt den Max einsetze, dass die dann zumindest ein bisschen EP abkriegt. Na komm, lass mich gehen. So. Machen wir mal einen kleinen Timelapse hier über die Ohana Farm. Und über die. Orte hier in der Umgebung. Kennt ihr ja alle schon aus den vergangenen Parts. Ja, los geht's. Die haben wir noch nicht gemacht. Machen wir jetzt. Dun, 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 dun.
dum, dow, dum, 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 dow, dum, 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 dow, dum, 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 Hier sind wir schon in Kantai City angekommen. Und da geht's weiter. Ah, da waren wir am Anfang nicht. Ah, das ist richtig. Da ist Nilly wieder. Das ist doch gut. Los, Wölkchen. Setze Platscher ein. Alles klar, Platscher. Piu! Ich wollte nur einmal so wie Zwergenfluss klingen. Oh. Geil! Habe ich das gerade richtig gehört? Ihr hättet gerade mein Gesichtsausdruck sehen müssen. Dir wurde so viel Leid zugefügt, Wölkchen. Deshalb war ich Pokémon-Trainer gegenüber immer etwas skeptisch und wollte nie selbst einer werden. Aber wenn ich Zwergenforst und Tali sehe, denke ich, dass Trainer doch etwas Tolles sind. Es ist, als hätten sie für mich eine Tür zur Zukunft geöffnet. Oh, die steht auf mich. Piu! Oh. Hallo Zwergenfürst, lange nicht mehr gesehen. Das hier ist das Dimensionsforschungsinstitut, auch die FI genannt. Lief das es bei den Prüfungen? Es gibt hier auf Alcala ja ganze 3 davon. Das war bestimmt nicht einfach. War kein Problem. Nach dem 3. Mal habe ich das immer problemlos geschafft. Beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch. Sensationell. Du hast tatsächlich alle 3 Prüfungen auf Alcala bestanden. Das erklärt natürlich so einiges. Es erklärt, warum Fluffeluff sich dir so verbunden fühlt. Das sieht man nämlich. Hui. Ein neues Geheimnis wurde offenbart. Ja, ach ja. Das hat Herr. Ist auch schon Herr. Herr Kukui, ja. Noch ein Zygarde-Würfel. So, das hat der Professor uns nämlich gesagt, dass wir hier hin sollen. Hatte ich bloß vergessen. Die Dimensionsforschungsinstitut. Ja, das werden wir im nächsten Part erkunden. Ich hoffe, dieser Part war nicht zu lang. Ich habe nicht auch die Uhr geguckt. Ich glaube, er war ein bisschen länger als die anderen Parts. So, da durftet ihr heute ein bisschen gechilltere Runde machen. Und ihr habt sogar noch ein bisschen was erlebt am Ende. Also, Däumchen nach oben, sollte es euch trotzdem gefallen haben und ja, mal sehen, was dieses spannende Part für einen wunderschönen Titel hat. Ich weiß es selbst noch nicht, ich lasse mich selbst überraschen, also wird bestimmt was ganz Cooles, also Däumchen nach oben, auch für den Namen dieses Parts, der bestimmt richtig bombig ist. Und ja, lasst ein Abo da, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja nicht den nächsten Part verpassen wollt, wo es dann in der Geschichte weitergeht hier, in diesem Haus hier. Ich speichere hier mal kurz. So, und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen, fürstlichen Morgen, Mittag, Nachmittag oder ja wahrscheinlich guten Abend. Das war geklaut, aber gut, halbwegs. Dann gehabt euch wohl und haut wie immer rein. Ich drehe mich hier noch ein bisschen im Kreis und ja, freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Haut rein.